Hallo liebe Freunde des Kochens, heute bereiten wir samarkandischen Plov vor. Was benötigen wir dazu? Wo fangen wir an? Rechts, links, fangen wir hier an. Einmal, wir benötigen Öl, Gewürze sind Salz und Kreuzkümmel. Das Fleisch habe ich etwas eingesalzen, das Rindfleisch mit etwas Knochen. Dann habe ich hier Reis, Langkorn. Dann habe ich hier Barbarize, das sind so ein Säurebeere. Kichererbsen, Knoblauch, Rosinen, Zwiebeln und Karotten, eine gelbe und eine orangene Karotte. Und dazu benötigen wir natürlich etwas Wasser. Und das Ganze, was der Highlight ist, brauchen wir das hier. Das nennt sich Gaze. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das zeige ich euch später, für was wir das brauchen. Und wie immer, genau Mengenangabe findet ihr bei mir unten in der Infobox. So, als die Karotten schneiden wir vor, ungefähr so dick. Und in solche Streifen. Pommesgröße, oder? Ja. Genau, in Pommesgröße. Das machen wir mit der ganzen Karotten. Und das gleiche machen wir auch mit der gelben Karotte oder Rübe, je nachdem, wie ihr es kennt. Genau so in Pommesstreifen. Die Zwiebel würfel ich, ihr könnt sie zuschneiden, wie ihr wollt, weil das spielt wirklich keine große Rolle. In den Plov wird die Zwiebel, löst sich komplett auf, weil sie komplett zerkocht ist. Den Kasan erhitzen wir. Jetzt hat angefangen halt gleich zu hageln. Ich hoffe, das hört jetzt demnächst auf, weil hinten es scheint schon wieder die Sonne. Wir warten, bis es richtig erhitzt ist. So, jetzt hat angefangen halt zum Räuchern, oder Rauchbildung ist im Kasan drin. Das heißt, er ist jetzt gut erhitzt. Dann fügen wir unser Öl hinzu. Ich nehme ungefähr 300 Milliliter, weil bei mir das Fleisch etwas fettiger ist. Deswegen tut man auch das Öl weniger nehmen. Macht ihr mehr mit Magerfleisch, fügt dann ein bisschen mehr, 350, 400 Milliliter Öl hinzu. Und jetzt warten wir, bis das Öl sich erhitzt. So, das Öl verteilen wir an den Wänden, damit unser auch Kasan wieder neu eingebrannt ist. Jetzt fügen wir Zwiebelschalen und aromatisieren unser Öl. Vor allem, wir braten es so lange an, bis es eine goldene Farbe gibt. Nicht schwarz anbrennen lassen, weil da sind dann Bitterstoffe drin und das schmeckt nicht gut. So, als erstes kommt unser Fleisch einzeln rein, so zwei, drei Stück am Stück, damit die Hitze nicht verloren geht. Das Fleisch habe ich vorher etwas eingesalzen. Wenn ihr Zeit habt, salzt es vorher ein, dann zieht sich der ganze Salz in das Fleisch rein und schmeckt richtig geil, würde ich euch nur empfehlen. So, und das Ganze machen wir mit dem ganzen Fleisch durch, immer drei, vier Stück, damit die Hitze bleibt, schon wie gesagt. Nachdem wir es angebraten haben, holen wir raus und das Gleiche machen wir mit dem ganzen Fleisch. Das Gleiche machen wir mit den Zwiebeln, nachdem das Fleisch draußen ist. Und wir braten sie, bis sie goldbraun sind. Goldig, nicht braun, sondern einfach nur goldig. Und das ganze Fleisch kommt gleich wieder zurück. Dann etwas von dem Kreuzkümmel oben drüber, damit unser Fleisch den ganzen Aroma aufnimmt. Mit den Karotten, guck mal, meine Handschuhe. Mit den Karotten muss man auch so schnell reinfügen, wie man will. Will man sie komplett durch haben, zerkocht, fügt man sie gleich rein. Wollt man sie, dass sie ein bisschen etwas bissfest, fügt man am Schluss rein. Ich füge sie immer am Anfang, weil ich mag es, wenn sie zerkocht sind. Unseren Knoblauch nicht vergessen. Und das Ganze löscht man langsam mit dem Wasser ab.
Weil man kalt ist, warm ist, darüber kann man diskutieren. Wenn man es warmes nimmt, dann bleibt die Hitze konstanter. So. Nimmt man etwas Kaltes, kühlt sich ziemlich ab, muss man wieder ein bisschen aufheizen. Das ist der Unterschied zwischen warm und kalt. Jetzt fügen wir unseren Rosinen hinzu, oben drüber Barbarize und unsere Kichererbsen. Und das Ganze bedecke ich gleich nochmal mit Karotten. Also ich tue jetzt noch meinen kleinen Geheimtipp verraten, ich benutze noch Briketts. Ungefähr so eine Kelle, reicht vollkommen aus. Das ist einfach, damit ich später eine konstante Hitze habe. Also das Ganze lassen wir ungefähr dreiviertel Stunde zubereiten, weil bei mir die Fleischstückchen kleiner sind. Wenn man sie größer nimmt, dann lässt man komplette Stunde vor sich hingaren bei niedriger Temperatur. In der Zeit spüle ich meinen oder wasche ich meinen Reis komplett aus und lasse den einweichen im kalten Wasser. Dreiviertel Stunde mache ich es im warmen, ungefähr 15-20 Minuten, nicht länger, sonst verkocht er bei euch. Und so wie ihr seht, das ganze Holz ist verbrannt und jetzt habe ich nur noch Holzkohle. Sieht viel aus, ist zwar wirklich, aber nicht so viel. So, jetzt sind ungefähr, um genau zu nehmen, 55 Minuten vorbei. Ich hole einmal mal die Knollen raus, weil ansonsten später werden sie mich ein bisschen stören. Okay. So, jetzt kommen wir zu denen hier, wofür wir das brauchen. Die Zubereitung ist folgend. Wir bereiten den Reis heute getrennt vom Fleisch und Karotten. Das heißt, es kommt so rüber. So, bis zum letzten Korn. Den Reis verteilen wir hier. So auch, dass das Wasser wieder hochkommt. Wir lassen das Ganze mit offen ziehen, dass der Reis auch genügend Wasser hat. Wahrscheinlich füge ich jetzt noch ein bisschen hinzu. So, perfekt, mehr braucht man nicht. Und das Ganze salze ich nochmal den Reis, damit auch den ganzen auch salzig ist. Richtig, was für ein Duft. So, der Reis ist fast jetzt durch. Wir haben hier auch weniger Flüssigkeit. Den habe ich jetzt ungefähr zweimal vermischt. Umgewandt. Jetzt folgendes. Jetzt kommt er für die letzten 20 Minuten mal zu. Erstmal mal so kleine Mulden. So. Rechts. Das Ganze decke ich einmal kurz ab mit dem hier kleinen. Und einmal mit dem großen. Das Ganze lassen wir 20 Minuten für sich langsam ruhen. So, wie ihr seht, habe jetzt überhaupt gar nichts mehr drin. Das Ganze schließe ich komplett. Oben
und unten. Und so bleibt es mit eigener Hitze noch komplett weiter köcheln. Nun ist die Zeit vorbei. Jetzt machen wir kurz auf. Das überschüssige Wasser raus. Und natürlich hier gleich auch. Oh, hoppala. Ein bisschen Wasser haben wir, aber das macht nichts. Probieren wir auch den Reis, ob er auch durch ist. Lecker. Richtig lecker. So, was Geheimnis bei diesem Reis ist, nicht Reis, sondern bei der Zubereitung von dem Plov. Wie er schon vorher gesagt hat, dass der Reis getrennt vom Fleisch zubereitet wird. Ja, siehst du, ist was daneben gegangen. Und er sieht wie folgt aus. Portionieren wir. Erst kommt der Reis. So. Dann die Karotten. Nut. Und oben drüber nehmen wir das Fleisch. Raus. Und so kannst du dir das besser portionieren. Das heißt, wenn einer mehr Karotten will oder weniger Karotten möchte, oben drüber. Und so soll es eigentlich auch schon. So sieht er. Das einzige noch, was fehlt, ist, wenn man etwas von dem Öl noch dazu gibt. Fleisch, Hammer, Süße, perfekt. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr kein Abonnenten seid. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Fragen zu der Rezeptur, stellt's, wer schnellstmöglich beantworten. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei der Zubereitung, lasst es schmecken, guten Appetit, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund.